Moin und willkommen zurück zu einem neuen Update-Video von Scum. Wir haben heute Montag, den 19.09. Es gibt ein Update auf 075 und diesmal gibt es neue Frauen. Es gibt 8 verschiedene Typen. Einmal hier, das ist 2, 3. 4, 5, 6, 7 und 8. Leider immer noch keine Tattoos für die Damen. Das hier ist Verpixelung. Wir gehen mal auf Next. Gehen aber noch mal back. So. Sehr schön. Ja, ich kann hier bei der Komplexion noch irgendwie nichts wirklich großartig Änderungen sehen. Ich habe keine Ahnung. Auch das Alter sieht man den Damen jetzt an, wenn man höher geht. Also so mit 50 ungefähr Falten, Rumpel, runzlig. Also wenn das mal irgendwann für die männliche Charaktere auch kommt, wäre ich super zufrieden. Ja, eigentlich hätte ich jetzt gerne mal so ein bisschen auch die Haare von hinten vielleicht gesehen. Ja. Weiß nicht, vielleicht bin ich jetzt auch wieder zu blöd irgendwie zu schauen. Augenfarbe kann man auch ändern, den Iris-Typen. Intensität der Augenlider, der Augenbrauen. So, Eyeshadow, Eyeliner. Lippenstift kann man auch komplett dunkel machen. So. Machen wir einfach mal Next hier. Wir gehen einfach mal auf Nahkampf komplett. Das machen wir mal 3-3. So, dann nehmen wir, keine Ahnung, Leichen auf 3. Bahn auf, keine Ahnung. Und Motorradfahren so. Aufmerksamkeit auf 2. Tarnung auf 2. Also keine Ahnung, das ist jetzt einfach mal so gemacht. Oh, ja, dann machen wir Mona 1 so. Wie gesagt, ich bin hier gerade im Singleplayer. Das jetzt auch nur für das Video. Das ist das neue Titelbild von Scum, dem Update auf 075. Und ja, also die Kleider sitzen jetzt schon irgendwie was anders. Ich habe ja eben schon mal einen Charakter erstellt. Hatte auch eben schon mal ein Video gemacht, aber irgendwie hat mein Mikro nicht funktioniert. Deshalb machen wir jetzt ein zweites Video. Deshalb existierte auch Mona schon. Aber die nette Mona, fand ich eigentlich, hatte einen ziemlich dicken Arsch. Meiner Meinung. Wir fallen ziemlich nah an der Mauer runter. Ich finde es schon geil, dass wir da irgendwie so komplett rübergeschoben werden.
ohne überhaupt irgendwas zu machen. Und ja, keine Ahnung, wo wir jetzt gleich landen werden. Ja, die hat auch schon wieder so einen Dutt, der mir irgendwie nicht gefällt. So, ich weiß auch, ja, die hat auch irgendwie so einen dicken Hintern. Also die Klamotten sitzen ja jetzt irgendwie schon anders. Secure communication with human ja. Asset established. Greetings, welcome to Scum Island Tutorial Protocol provided by the Tech One Corporation. My designation is Dual Energetic Entity Neural Appliance Ardina. Secure communication with human asset established. So. Ich finde auch gerade, das Laufen ist komisch geworden. Also meiner Meinung nach. Wir sind jetzt auch in einer scheiß Gegend gelandet, ne? Überhaupt da oben. Und ja, wie gesagt, ich würde gerne mal irgendwie andere Sachen finden. Ja, wir laufen jetzt einfach mal ein wenig in die Richtung. Sorry, aber ich weiß nicht, was die Entwickler da gemacht haben. Ja, das Update ist geil, also keine Frage, auch dass man jetzt endlich verschiedene Charaktere hat. Aber ich finde, der Hintern ist definitiv zu dick. So. Definitiv nicht mein Frauengeschmack. Definitiv zu dünn, also könnte ruhig noch ein bisschen mehr dran. Also ich finde, das sollten die auch mal einführen, dass man sich aussuchen kann, was man haben möchte irgendwie, weil bin ich finde ein bisschen zu schlanke Taille und zu dicken Hintern. Merkwürdig irgendwie. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe schon tierische Lecks gerade hier und das, obwohl ich im Singleplayer bin. Ist auch nicht wirklich das Wahre. Aber okay. Ganz machen nichts. Oh, da ist ein Springer. Aber es gibt jetzt auch Luftbläschen oder so, sehe ich gerade. Beim Tauchen. Ja, aber wie gesagt, mir gefällt das hier absolut nicht. Also, doch, also, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich will jetzt auch nicht schon wieder meckern. Also, das Update ist eigentlich schon gelungen, aber... Ja, ist halt nicht mein Frauengeschmack. Gut, dass ich Mann bin und weiter Mann spiele. Weil also das ist definitiv, wäre das nichts für mich. Brauche ich auch 100 Jahre hier irgendwie, um auf die andere Seite zu kommen.
Das ist jetzt. So. Wir begehen einfach mal Selbstmord. Spawnen mal kurz neu, weil ich möchte irgendwo in der Nähe, wo irgendwas zu anzuziehen ist. Weil ich würde mir schon ganz gerne mal angucken. Wie die Damen jetzt in Sachen aussehen. Ich habe irgendwie, weiß ich nicht, voll die Superspawn-Punkte ewig. Und Lecks wie Sau. Keine Ahnung warum. So, wir looten einfach mal hier so ein bisschen. Ja, ich möchte eigentlich Klamotten haben. Bitteschön. Gut, ich sehe schon. Irgendwie. Nicht meins. Sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber. Okay. Ja, die Jacke sieht ja doch schon mal vernünftig aus. Also die ist nicht mehr so der Schlabber-Look. Die sieht jetzt schon ein bisschen besser aus. Ein bisschen besser. Wobei, wie gesagt, der Hintern ist nicht so wirklich meins. Aber ansonsten, ja, vielleicht kann man sich den dicken Puppes auch abtrainieren. Wieder so ein, war das Kim Kardashian oder so? Hintern. Mehr Hintern wie alles andere. Also nicht meins. Definitiv nicht meins. Aber ansonsten muss ich sagen, doch super gemacht. Also dass jetzt auch die Sachen besser passen. Dass die Frauen weiblicher aussehen, dass es jetzt 8 verschiedene Charaktere gibt. Dass man auch sonst so ein bisschen ändern kann. Also das finde ich schon gelungen. Ja. Darum, ich will ja nicht immer nur der sein, der meckert oder so, weil im Prinzip ist es ja doch toll gelungen. Aber es ist halt nicht so, ja, mein Style. Auch dieses Laufen. Keine Ahnung, warum eine Frau so laufen muss, sag ich jetzt mal. Okay, das Zuschlagen irgendwie klappt jetzt aber damit besser. Sehr schön. Wenn man jetzt mal eine Militärhose hätte oder so, wo man vielleicht mal gucken könnte, würde ich das ja auch noch feiern. Aber ich möchte jetzt auch das Update nicht so wirklich in die Länge ziehen für nichts und wieder nichts. Also ihr habt gesehen, wie die weiblichen Charaktere aussehen. Ist eigentlich ganz gut gemacht, finde ich. Jeder kann sich jetzt eine individuelle Frau zusammenstellen oder ja, vielleicht auch seine Traumfrau backen, keine Ahnung.
Dann können wir nur hoffen, dass es das auch bald für die Männer gibt, falls Frauen dann auch wieder anfangen oder dass, wenn Frauen spielen, dass sie sich halt ihre Männer hier backen können. Gleichberechtigung und so. Obwohl die Frauen eigentlich eher ihren weiblichen Charakter spielen oder einen weiblichen Charakter spielen. So. Ja, eine Hose haben wir jetzt leider hier auf dem kurzen Stück nicht gefunden. Eigentlich schade. Wasser. Ich wollte gerade sagen, die stand aber eigentlich über dem Wasser. Ich gucke nochmal hier vorne in die zwei Sachen. Wenn wir da keine Hose drin haben, dann war es das halt. Und ich verabschiede mich auf jeden Fall vom Update. Nein, mit dem Update von heute bei euch. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ja, hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und sagt bis dahin erstmal ciao, der Falli.